Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverant. Wir haben jetzt, ihn zurückgebracht nach Hatay. Den Pio. Und können jetzt hier zum Kloster zurück, um dann hoffentlich Mitglied dieser Bande zu werden. Um zu erfahren, was da los ist, wo die sitzen, keine Ahnung, also Unterwanderung. So, dann hoffe ich mal, dass wir nicht überfallen werden, weil es ist dunkel und wir werden überfallen. Natürlich werden wir überfallen. Ich hoffe, wir kommen hier weg. Ich habe nämlich eigentlich keine Lust auf den Hinterhalt. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier bei Sasau da irgendwie zu diesem Treffpunkt kommen. Der war hinter Sasau, ne? Hier. Okay. Das bedeutet, wir müssen erst einmal über den Fluss. Die Frage, machen wir den Nachttrunk an oder gehen einfach so rüber? Wir müssten irgendwo hier an der linken Seite rüberkommen, glaube ich. Ja, hier kommen wir rüber. Aber hier gibt es keinen Weg, oder? Sehe ich hier einen Weg? Doch, hier hoch. Hier, oder? Nee. Busch. Hier. Ja, wir haben es geschafft. So, ja. Und dann links halten. Ja, ich brauche mal Feuer. Feuer. Ja, den Weg lang. Ja. Ich sehe ja, also man sieht wirklich durch die Fackel weniger, wenn sie vorne ist. Wow, wow, wow. Okay, das ist aber hier ein. Ja. Okay. Ist das ein Sumpf? Sieht ja fast danach aus, ne? Es scheint der Ort zu sein, von dem sie sprachen. Warte mal, warum haben wir leichte Klamotten an? Warum sind wir. Stimmt, wir haben unsere Klamotten. Hatte ich die nicht angezogen schon? Also ich musste laden, ja. Okay. Dann waren sie ausgezogen. Schlappen ab ins Pferdchen und auch du ab ins Pferd. Okay. Dann. Ja, Hund, ich weiß. Gucken wir mal, wann sie kommen. Sollten ja jetzt so erscheinen, ne? Lagerfeuer ist an. Also Signal ist da. Na? Wir legen uns einfach mal hin. Warum nicht? Sieht schon nice aus, ne? Also auch so das Kloster, was so ein bisschen. Ja, Reiterturnier hin oder her. Egal. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Ach so. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Na gut. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zu Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Haben wir Beweise? Geld, oder? Er hatte nichts Außergewöhnliches bei sich, außer jede Menge Geld. Recht ungewöhnlich für einen Mönch, findest du nicht? Nun ja. Hast du es mitgenommen? Ja. Wunderbar. Da wir den Bastard umsonst bezahlt haben, nehme ich es wieder zurück. Sicher. Hier, bitte. Ich werd verrückt.
Waschechte Groschen. Warum so verdrießlich? Hast du etwa gedacht, du dürftest das Geld behalten? Natürlich. Hier ist dein Anteil. Du bekommst keinen Groschen mehr. Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen. Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Okay. Wo ist es? Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Oh, da waren wir doch schon mal. Das ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erik. Sag ihm, Kosmin schick dich. Okay. Werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Hier, das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Okay. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Okay, okay, Herrn Hanusch können wir natürlich, Herr Ratzig und Herrn Hanusch können wir natürlich, na, sag schon, mitteilen. Also wir können jetzt entweder hierher oder, ah komm, wir gehen erstmal Bericht erstatten. Mal gucken, vielleicht wollen sie ja einen Angriff direkt durchführen. Ja, wäre möglich. Dazu müssten sie Männer zusammensuchen wieder, wa? Ich weiß ja nicht, wie viele Männer da überhaupt rumeiern. Wenn die anheuern, dann heuern sie wahrscheinlich nicht nur 2-3 Mann an. Hm. Mal gucken. Ja, das Turnier lassen wir links liegen. Das ist vollkommen irrelevant. Aber wir müssen Bericht erstatten. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor! Geh doch einfach aus dem Weg! Wie geht es dir, Heinrich? Gut, gut, gut. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Hm. Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hat, das kennen wir doch schon, Leben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Ah ja, okay. Du mach's nicht, gut. Dann müssen wir mit Herrn Ratzig sprechen. Herr, ich habe Neuigkeiten. Doch ich fürchte, es sind keine guten. Nach allem, was geschehen ist, setzt du noch eins obendrauf? Beinahe beeindruckend. Ich fürchte ja. Es wird wieder geschehen. In noch größerem Ausmaß. Das klingt ja sehr ermutigend. Was genau wird geschehen? Wie es scheint, war das Lager in Pribislawitz bloß der Anfang. Sie sind alles andere als besiegt. Woher weißt du das? Ich stieß auf einen Presser, der für sie arbeitet, und ließ mich anheuern. Herr im Himmel, du bist stets für Überraschungen gut, Junge. Was hast du herausgefunden? In Vranik, in der Nähe von Sasau, gibt es ein weiteres, viel größeres Lager. Was führen diese Halunken im Schilde? Und wer zum Deivel sind die? Ich weiß es nicht. Uns schaden? Die Region erobern? Ich könnte es herausfinden. Wie? Ich bin nun einer von ihnen, habe ihr Erkennungszeichen und weiß, wo sie sich verschanzen. Ich müsste mich dort bloß umsehen. Ausgeschlossen. Das ist zu riskant. Herr, das ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was ich tun musste, um in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Sie vertrauen mir. Wir müssen sie angreifen, bevor es zu spät ist. Am besten so schnell wie möglich, solange sie es nicht erwarten. Und wenn wir diesen räudigen Hund gefasst haben, fragen wir ihn höflich, was er will. Doch bevor wir einen Angriff wagen, sollten wir in der Tat jemanden entsenden, um so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Es wäre weniger riskant als unser Angriff auf Pribislawitz. Also gut, Heinrich.
Finde heraus, wie viele es sind und was sie planen und alles, was du sonst noch in Erfahrung bringen kannst. Aber lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, Herr. Mhm. Viel Glück, Junge. Okay. Dann auf. Viel Spaß euch hier. Ich habe keine Zeit dafür. Dann gehen wir doch mal hier hin. Vranik, wir kommen. Was wird uns da wohl erwarten? Also das Lager soll noch größer sein. Och Mann, nein. Noch größer als das, was wir da schon hatten. Schauen wir mal. Wo ist denn das Lager? Ach da. Ja. Guten Tag. Achtung, das Betreten der Feste Vrane könnte zum Abbruch einiger laufender Quests führen. Ist okay. Wir haben keine wirklichen laufenden Quests, die wir noch brauchen. Kommen wir hier rein? Hallo? Benutzen. Was willst du? Oh. Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranik, Kamerad. Mhm. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Erik. Er sollte im Haus ganz oben sein. Perfekt. Ein Kinderspiel. Nun sollte ich... Ja? Red weiter. Kundschafte das Lager aus, melde dich... Und die Männer aus. Ah. Ein wunderschön. Ist Erik hier irgendwo? Ich muss mit ihm sprechen. Siehst du das große verfallene Haus oben am Hügel? Meistens ist er dort. Seine Rüstung glänzt hell. Sieht aus wie der Pfaffe, ne? Na, wie läuft's? Geht. Bin zwar erst seit ein paar Tagen hier, kann aber nicht klagen. Essen, Schnaps und gute Gesellschaft. Naja, Gesellschaft. Oho. Okay. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Das, wonach es aussieht. Wir saufen. Was sonst? Ein paar Trottel sind am Üben, um in Form zu bleiben. Aber wozu die Mühe? Mit der Streitmacht durchbrechen wir jede Gegenwehr wie ein Rambock ein modriges Scheunentor. Ja, und genug werden draufgehen. Weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Na klar. Morgen in aller Herrgottsfrühe gibt's einen großen Aufmarsch. Alle hier wissen das. Mhm. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ich? Bist wohl etwas grün hinter den Ohren, was? Ist hier einfach mein Ding. Immer wenn die Blaublüter sich an die Gurgel gehen, stehen ich und mein treues Schwert auf der einen oder anderen Seite. Je nachdem, wer besser zahlt. Mhm. Okay. Hui. Oh, guck mal, wer bist du? Du hast das Gleiche nur zu sagen. Okay. Schauen wir mal. Also sind auf jeden Fall eine Menge Zelte. Und auch gut bewaffnete Soldaten. Hat auch nur das Gleiche zu sagen. Ja, ein paar besser, ein paar schlechter ausgestattet, aber... Was hast du für eine Waffe? Ein Streitkolben. Schwert, Jagd... Das ist ein Jagdschwert, ne? Ja. Aber die sind gut ausgestattet hier. Die haben auf jeden Fall gute Ausrüstung. Ah. Auch der. Diese Zelte sehen teuer aus. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Hm. Ja, auch das Gleiche. Hm. Wir haben alle nur das Gleiche zu labern, also. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Hm. Nicht gut. Naja, so massiv finde ich die hier gar die nicht. Kommandanten sein. Okay. Penny einer.
Ja, dass wir das Turnier nicht gewonnen haben, ist klar. Ey! Hallo! Wer bist du? Kann ich nicht mit dir reden? Doch. Oh, der hat was Neues zu sagen. Na, wie läuft's? Nee, immer. Stinkt, langweilig ist mir. Die Zahlung ist gut, aber trotzdem scheiß langweilig. Wache schieben, pennen, Wache schieben. Sogar vom Saufen habe ich die Nase voll. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Nichts. Genau wie ich's mag. Ich werde fürs Rumsitzen bezahlt. Und selbst wenn sich mal was rührt, zieh dich um. Haben hier ein paar Dutzend Männer. Diese Bauernwimmel stampfen mir mit links ein, meinst du nicht? Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Mir egal. Wenn's heißt, es ist Zeit, dann ist es Zeit. Mehr muss ich nicht wissen. Aber frag ruhig die anderen. Nur würde ich nicht viel drauf geben, was die sagen. Alle wissen sie angeblich das Neueste. Alle wissen sie einen Scheißdreck. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ach, du weißt ja, wie es ist. Immer dieselbe Leier. Hab Scheiße gebaut und bin in die Wälder abgehauen. Wollte mich um jeden Preis durchschlagen. Und als ich hörte, dass sie anheuern, habe ich mich gemeldet. Geld stinkt nicht. Okay. Ist Eric hier irgendwo? Ich muss mit ihm sprechen. Du findest ihn oben im Hauptlager. In dem großen Haus. Seine Rüstung glänzt hell. Ist kaum zu übersehen. Okay. Oben in dem Haupthaus. Wir sind ja oben. Also hier, oder wie? Hallo? Kann ich nicht benutzen? Okay. Ah, gucke mal. Was willst du? Kozlik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Mhm. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Den hatte ich jetzt aber nicht gesehen, den Übungsplatz, okay. Kann ich hier auch hin? Na. Ja. Hm. Ist hier noch drinnen? Nichts weiter. Guck mal, Retterschnar. Ist ja nicht mal stehlen. Okay, meine. Hm. Da geht's runter. Warum? Da war... Leck mich doch! Was ist denn jetzt passiert? Was haben die denn jetzt gerade gemacht? Wir haben uns doch nur die Kiste angeguckt. Da kommt noch einer. Ich zieh gleich die Wacken, obwohl das Schwert ist. Wieso Weichei? Ich prügel mich hier mit euch. Fünf. Wer ist denn hier das Weichei? Scheiße. Ja. Ah.
Ah, kommt jetzt der nächste? Okay, wir haben hier eine Ecke zumindest gefunden, wo anscheinend nicht ganz so viele hinkommen. Oder auch doch. Boah, was ist denn das für eine Prügelei hier? Oh, in dem Zelt? Scheiße! Trau dich doch! Es ist doch gerade ein Witz, oder? Es ist eine. Was ist das denn für ein Gemälde? Also. Oh Mann. Was ist los? Komm schon. Die sind so gut ausgestattet, dass... Du lässt mich jetzt in Ruhe, oder wie? Trau dich los. Keine Eier mehr? Ja klar, Faustkampf hochbekommen, natürlich. Hast du gleich die Knie bekommen, was? Jetzt erst schon wieder. Ey, ich glaube, wir müssen uns verprügeln lassen. Komm her, du Weichei! Da kommen ja noch mehr. Mit wie viel sollen wir uns hier eigentlich rumprügeln? Ja, kommt. Haut mich kaputt. Ehrlich. Es bringt nichts. Wir prügeln uns hier nur komplett für den Eimer. Nee, weinen muss ich nicht. Besonders nicht, weil ihr schon... Weil ich von euch schon so den ein oder anderen K.O. geschlagen habe. Ich schlachte dich ab! Ja, dann mach doch mal bitte... Oh Mann. Massenprügelei! Massenprügelei! Aber alle auf einen. Mehr hast du nicht drauf. Ja. Da einer haut. Einer ist schon mal weggerannt. Wie gesagt, der war. Ja gut, dann schlachtet mich doch ab. Mach doch mal endlich. Oh. Was ist denn jetzt los? Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Hä? Unserer natürlich. Okay. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Was ist jetzt passiert? Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen.
Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Eric. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Sag nicht. Okay. Aha. Wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Folter! Ich suche nach dem Schwert meines Vaters. Mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Okay. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und der bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel dir mal ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Eric, komm mit, wir haben was zu erledigen. Okay. Autsch, autsch. Falschen Ort. Heinrich! Heinrich! Wach auf! Hörst du mich? Was ist jetzt los? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Erkennst du mich denn nicht mehr? Was, Bischek? Du Scheißverräter! Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert. Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Okay. Also willst du meine Hilfe oder nicht? Na, grundsätzlich schon. Was willst du? Dich rausholen.
Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Istvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Wieso haust du nicht selbst ab? Und dann was? Bin allein auf der Welt und ein Geächteter. Wie lang glaubst du, dauert's, bis ich am Galgen baumle? Muss mir etwas Kohle beschaffen, damit ich verschwinden kann. Wie willst du das anstellen? Na endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Mhm. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld, im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Ja. Was ist mit meinen Sachen? Die hat Erik. Wäre Selbstmord, die zu holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Welche Gründe hast du wirklich? Keine, die dich etwas angingen. Sagen wir einfach, es ist was Persönliches. Ja, komm, egal. Das kümmert mich ohnehin nicht, solange du mich nicht verscheißerst. Also schön, hauen wir ab. Binde mich los. Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst. Und mich bezahlst. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Dann sind wir frei. Okay. Frei, voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich gehe zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich. Beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Viel Glück. Okay, sehr gut. Aber ich will meine Ausrüstung haben. Was sagt die Quest? Optional. Nee, Kundschafte das Lager aus. Haben wir Flieh aus dem Lager? Ja, ich will meine Ausrüstung haben. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü! Haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber.